Ich bin der, ich bin da. Wer kennt dieses Bibelzitat? Ich sehe da leider, ich bin der, ich bin da. Genau, es ist aus dem 2. Mose 3,14. Und da kam die Stimme aus dem brennenden Dornbusch. Und der Mose ist näher gekommen, als Gott ihn gerufen hat und gesagt hat, Mose, Mose, komm näher. Also er hat ihn beim Namen gerufen. Und er hat gesagt, hey, ja, wer bist du? Was soll ich den Leuten sagen, wer du bist? Und er hat gesagt, sag ihnen, ich bin der, ich bin da. Ich habe die Klage der Menschen gehört, hat Gott gesagt, sag es ihnen, dass sie das wissen. Das ist eine Stelle, die mich besonders berührt hat und in letzter Zeit eigentlich sehr stark begleitet hat. Wie ich mich vorbereitet habe auf den Tag heute, sind mir immer wieder diese Worte eingefallen. Ich bin da. Und komisch war, manchmal habe ich nicht einmal eine Idee gehabt, dass Gott da ist. Ja? Ich habe erst im Nachhinein dann gesehen, hoppala, da hat mich jemand genommen und hat mich geführt. Und ich möchte euch heute ein bisschen eine Geschichte erzählen, wie mein Weg so war die letzte Zeit. Und genau, noch kurz zu mir, der Stefan hat schon erwähnt, ich bin Papa von 2 Kindern, den Philipp und der Hanna. Der Philipp ist 6, die Hanna 4 und bin seit 2005 sehr, sehr glücklich verheiratet und schauen wir mal, wie viele Kinder der liebe Gott noch geplant hat. Schauen wir mal. Genau, ich bin 33 Jahre, bin in einem kleinen Dörf in der buckligen Welt aufgewachsen, in Hollenthon, auf einem kleinen Bauernhof meiner Eltern. Und ja, hab Gott schon kennengelernt, doch durchaus, aber so ein Sonntagschrist. Ja, Sonntag in die Kirche gegangen, manchmal eher noch ein bisschen verzwickt reingeschaut in der Jugend, wenn man so unterwegs war. Und so das Ich-bin-da-Erlebnis von Gott, die Stimme, die habe ich bis dorthin noch nie so richtig hören können. Ich möchte euch jetzt erzählen von meinem Bruder, den Georg. Der Georg, also meine Schwester und ich, wir waren 5 Kinder. Ich bin der Älteste, die Maria die Zweite. Wir sind relativ auf Bestellung gekommen. Ja? Und der Georg, der kam nicht sofort. Jetzt sind meine Eltern damals im 85er Jahr nach Medjugorje gefahren, zur Mutter Gottes, da war das Ganze noch relativ frisch, und haben die Mutter Gottes gebeten, dass sie ihnen ein Kind schenkt. Und im nächsten Jahr ist dann der Georg auf die Welt gekommen. Das heißt, er war von Anfang an so ein Kind der Mutter Gottes aus Mecho. Ja? Und ist dann auch ganz normal herangewachsen, hat mit 3 Jahren schon mal einen schweren Unfall gehabt und hat das zweite Mal dann gehen gelernt und hat eine ziemlich massive Jugend da gehabt und Gott nicht wirklich gesehen und gesucht. Am Sonntag meistens verschlafen im Mess, weil man eben 2 Stunden vorher oder 1 Stunde vorher erst heimgekommen ist. Und dann hat der Georg sein erstes Jahr in der Berufsschule absolviert und kommt dann den Freitag nach Hause, ich war auch noch zu Hause, ich bin dann zu meiner jetzigen Frau gefahren, habe ihnen einen 10er gegeben und habe gesagt, hey, alles Gute, dass du es mit einem 1er Vorzug geschafft hast. Ich war dann bei meiner Frau, die Freunde waren schon beim Georg. Und der Georg hat gesagt, okay Jungs, bevor wir gescheit fortgehen, drehe ich eine Runde mit meinem Moppal, mit seinem Hasenofen. Und er setzt sich auf das Moped und es kommt ein Auto entgegen, der Nachbar, und fährt ihn gerade zusammen. Ich habe den Anruf gekriegt, der Georg hat einen schweren Unfall gehabt. Ich habe nicht gewusst, was ist. Ich habe noch gehört, die Freund haben wir auf der Bahre einen Hubschrauber reinkommen und wir sind dann nach Wiener Neustadt in den Schockraum gefahren, meine Eltern und ich. Und die Ärzte haben gesagt, wir sollen uns verabschieden. Das kann man dann deuten, wie man will. Wir haben dort noch gebetet und ich habe gesagt, einen Moment noch, bevor es in den AKH fliegt, sie düschen ins Auto, bin ins Auto raus und haben dort so eine kleine weiße Medjugorje Statue von der Mutter Gottes genommen, habe auf meine Visitenkarte draufgeschrieben, bitte diese Statue immer beim Patienten lassen. Und der Georg hat durch den Unfall, er hat ein schweres Schädelhirntrauma erlitten,
so gekrampft, ich habe ihm die Finger gerade noch aufgebracht und habe ihm diese Statue in die Hand gegeben. Und das war natürlich eine Zeit, wie ihr euch vorstellen könnt, die für uns, besonders für meine Eltern, eine ganz schwierige Zeit war. Der Georg hat 3 Tage keine Gehirnströme gehabt. Die Ärzte haben uns nahegelegt, wie es nicht mit der Organspende ausschaut, der junge Bub würde eigentlich gut passen, er hat eigentlich keine Überlebenschance mehr. Und wenn man dann so dasteht, den Bruder oder den Sohn da liegen sieht und weiß, es sind keine Gehirnströme da, man wird mit dieser Frage konfrontiert, dann scheint es, als ob die Welt über dir zusammenbricht. Und spätestens in diesem Zeitpunkt kommst du drauf, ich bin hilflos. Ich bin ganz allein. Außer, ich habe einen lieben Gott, der mir Kraft schenkt, wo ich Zuversicht habe und wo man sagen kann, okay, Herr, wenn du das willst, dann geh den Weg jetzt mit uns. Und das war wirklich eine ziemlich krasse Zeit, die sich irrsinnig in mein Herz und ins Herz meiner ganzen Familie eingebrannt hat. Darf ich kurz einmal das erste Bild sehen? Das ist leider nur eine Schwarz-Weiß-Aufnahme und war nach einem halben Jahr in etwa. Ein halbes Jahr lang haben wir nicht gewusst, okay, wird der Georg am nächsten Tag noch leben oder nicht. Und da haben wir es dann erfahren, dass er ziemlich sicher wahrscheinlich so überleben wird. Und da haben wir sich das erste Mal ein Foto machen traut. Wir wollten nicht ein Foto von jemandem haben, der am nächsten Tag nicht mehr da ist. Es war ungefähr nach einem halben Jahr. Und bitte das nächste Bild. Und das, hast du das mit dem Kreuz noch vorher irgendwo? Okay. Das war so, da haben sich die Wege von meinem Bruder, von Georg und von mir, die sind immer so parallel gelaufen. Und mit dem Tag haben sie unsere Wege gekreuzt. Das Kreuz symbolisiert heute noch immer ein Zeichen des Leidens, der schweren Zeit des Kreuztragens. Und wenn du dann mit dem Kreuz konfrontiert bist, das kriegst du auf die Schultern gelegt, die fragt keiner, sagt keiner, hey, nimm oder nimm nicht. Du hast es, ja? Und du hast noch eine Chance, dass du gehst, indem du es mit Jesus gehst. Und wenn du weißt, du kannst nichts tun für deinen Bruder, habe ich gesagt, okay, ich muss aber was tun. Ich habe dann begonnen, das erste Mal eine Wallfahrt zum Jugendfestival nach Medjugorje zu organisieren. Das war 2002. Da habe ich Freunde motiviert und habe gesagt, okay Leute, fahren wir und beten wir dort für den Georg. Das war so meine erste Intention dahinter. Ich habe mir gedacht, okay, da beten wir einfach für den Georg. Und ja, das war es dann eigentlich. Im nächsten Jahr haben ein paar gesagt, hey, das war so schön und der Georg war noch immer nicht gesund. Und beten wir halt noch einmal, sind wir nächstes Jahr wieder nach Medjugorje gefahren. Da waren dann schon ein bisschen mehr Leute dabei, die ich vorher eigentlich noch nicht kennt habe. Die haben sich gedacht, hey cool, da fährt der Bus, da ist noch Platz, da fahren wir einfach mit. Und da haben wir einen geistigen Begleiter dabei gehabt, der Dieter. Der hat gesagt, am Abschluss der Wohlfahrt, Leute, das ist ein bisschen wenig. Ich meine, ihr fahrt dann nach Medjugorje, so eine ganze Jugendgruppe, ihr habt da schöne Zeit, begegnet Gott und dann sehen wir sie erst in einem Jahr wieder. Was hältst du davon, wenn wir einen Gebetskreis gründen? Und ja, wir haben irgendwie nicht recht gewusst, wie man das angeht. Ich war irgendwann mit 14 einmal beim Gebetskreis, aber wir haben gesagt, okay, wir versuchen das. Haben das dann geschafft, so alle 2-3 Monate zu Beginn. Und dann kommt eigentlich was Witziges im Jahr 2004, 2005 herum, kurz vor meiner Hochzeit, habe ich zu Hause bei meinen Eltern einen Saustall hergekriegt. Ihr wisst, was ein Saustall ist. Ha?
Ja, da sind früher die Schweindel aufgezogen worden. Und, und wir haben irgendwie keinen Platz mehr gehabt, weil keine Sau da war und so. Und das war frei. Jetzt habe ich gesagt, okay, ich mache dort einen Partyraum rein. Ich habe den ein bisschen hergerichtet und so. Und dann haben wir gesagt, okay, naja, irgendwie könnten wir uns ja da treffen zum gemeinsamen Gebet. Also irgendwie witzig, ja. In dem Saustall, weil es braucht sich keiner die Schuhe rausziehen, weißt du, kannst mit dem Gatsch gleich reingehen und so. Wie es halt so ist in einem Saustall. Und nachdem wir da eine Location gehabt haben, gut eingekatzt haben, immer, weil das so dicke Stammwände waren, haben wir uns dann begonnen, jeden einmal im Monat zu treffen. Das waren am Anfang so kleine Partien, so mit 15, 17, 20 Leuten. Und ist dann schon langsam gewachsen. Und ich darf dich einmal bitten, vielleicht das Bild 13. Da sieht man mal ein bisschen was vom Saustall. Genau. Also so schlimm ist es nicht. Da rechts vorne ist mein Papa, also wir sind doch eher schon eine Jugendgruppe, aber da, meine Eltern waren halt da auch immer dabei. Bitte das nächste. Genau, der Segen ist für uns immer eigentlich ganz, ganz wichtig gewesen. In der Mitte ein paar Leute kennen vielleicht den jungen Herrn, da war ein Junge mit Brille, den Strümpf Josef. Ich denke, der ist überall hin bekannt und der ist da bei uns dabei. Bitte das nächste. Und genau, wichtig ist, wir haben dann auch immer Agape gehabt. Wir haben gesagt, hey Leute, wenn wir uns schon treffen und da beten, dann müssen wir nachher auch immer ein bisschen was zum Essen haben. Ja, war für euch irgendwer schon mal beim Jugendfest? Jugendfestival Medjugorje? Oh wow, cool. Ja, ziemlich viel. Also ihr wisst irgendwie, das Medjugorje, das lässt einem ganz schwer los, ja. Und ein Jugendfestival, man kann sagen, was man will, viele Leute, wenig Ruhe und so. Aber ich habe immer gespürt, wenn ich dort hingekommen bin, trotz allem an Frieden. Und das Schönste für mich war, ich habe die Leute gesehen und habe gesehen, die haben so ein Streuen im Herzen. Ja? Und das war irgendwie eine arge Geschichte. Wir sind dann immer vom Bus heimgefahren und bei Novi, ja, haben alle so ein bisschen zwiedert reingeschaut. Und beim Heimfahren ist immer im Bus voll abgegangen. Und das hat mich eigentlich immer motiviert, weiter zu tun. Ich habe gesagt, okay, ich mache nächstes Jahr wieder einen Bus und so weiter. Und dadurch ja, ist eine richtige Freundschaft gewachsen eigentlich. Wir haben füreinander gebetet. Wenn wer ein Problem gehabt hat, haben wir sie SMS geschrieben, haben Sachen unternommen. Vielleicht einmal das Bild 20. Genau, wir waren Polen. Ja, ich bin das beliebteste Opfer beim Polen. Jeder will mit mir Polen gehen, weil ich bin immer der Schlechteste und zahle dann hinten auf den Kaffee oder den Apfelsaft oder wie auch immer. Und die reißen sich alle drum. Also wenn es Polen wollt, ruft es mir an. Dann machen wir das. Und bitte das nächste Bild. Genau, das kennt ihr vielleicht, Kito Life Festival, war für uns eine coole Sache, sind wir mit dem Bus gefahren. Da hat Rice gespielt und die Vorband, glaube ich, war Switchfoot oder so. Ja, da haben wir auch Potzen Gaudi gehabt, bitte weiter. Genau, und es ist uns immer wichtig, dass wir auch Freiheit haben, dass wir die Freiheit, die Jesus uns schenkt, dass wir die einfach im Herzen haben. Ja? Und irgendwann, in ein paar Jahren, habe ich dann festgestellt, hoppala, es geht eigentlich nicht um den Georg. Es geht nicht um sein Problem, dass er jetzt da schwer krank im Rolli ist. Es geht um das, was daraus entsteht, um die Sache als solches. Es geht um einen Gebetskreis und nicht um einen Georg. Es geht um die Gemeinschaft und die Freundschaft und nicht um einen Georg. Ja, da habe ich halt ein paar Jahre gebraucht dafür, aber das macht ja nichts. Jetzt weiß ich es wenigstens. Und dann, 2010, war wieder so eine Stimme. Die Stimme vom lieben Gott, ich bin da. Ich bin da, dort habe ich die Stimme aber erst im Nachhinein gehört. Ich werde euch gleich erzählen, warum. Ich habe da so eine Unruhe gespürt, kennt ihr das? Wenn man so eine Unruhe im Herzen hat, man ist irgendwie so ein Glauben und erfüllt und so, und dann ist man irgendwie doch so nervös. So eine Unruhe hat man. Man spürt irgendwie, man muss was tun. Irgendwie, das ist schön und ich habe Jesus im Herzen, aber ein bisschen rostlose Füße, man muss irgendwas angehen. Ja? Und das habe ich dort das erste Mal gespürt und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen mit unserem Gebetskreis einmal hinausgehen und haben einen Jugendgebetskreis gegründet.
den haben wir eigentlich schon vorher gehabt, wir haben den Gebetskreis, haben wir gesagt, wir gehen in verschiedene Pfarren und erzählen dort den Jugendlichen das. Das haben wir zwei, dreimal gemacht, hat aber nicht so ganz funktioniert. Wir haben dann mit 24-2 begonnen, das war einmal ein Versuch 2010, bei dem es dann im 2010er Jahr geblieben ist. Dann hat sich so eine Partie, wir sind ja alle im Mölder geworden, eine Jugendgruppe aus der Jugend oder nicht mehr Jugend abgespalten oder gegründet und die haben sich getroffen und haben gesagt, wir treffen uns einmal im Monat am Samstag und sie sind mit zu wenig, ein zweites Mal, vorm Fortgehen. Das heißt, die haben sich zusammengeguckt, haben Gebet, haben Katechese gemacht, haben nachher auch geausend und sind dann um 11, 12, weil man keinen Eintritt mehr zahlt, halt dann gemeinsam fortgegangen. Und da habe ich irgendwie gespürt, ah, das ist cool, ja, die beginnen auf einmal selber zum aktiv werden und tun jetzt was. Und es war dann so, ich habe schon gesagt, wir Jungen sind immer älter geworden und die Eltern haben zum Glück ja geheiratet und haben Kinder gekriegt. Und irgendwann haben sie dann gesagt, was ist, magst du uns auch noch mitnehmen, die Alten, mit den Kindern? Und dann habe ich gesagt, ja, ist kein Problem, machen wir einen zweiten Bus. Haben wir einen zweiten Bus dazu gemacht zum Jugendfest. Und sind mit einem Familienbus, mit Kleinkindern, also das Kleinste war glaube ich 6 Monate oder so, und einen Jugendbus nach Medjugorje gefahren. Das, ihr kennt das ja, eine ziemlich hasse Angelegenheit meistens dort, aber wunderbar. Ja, es hat den Leuten so getaugt. Und möchte ich dich bitten, vielleicht das Video 5, dass wir da schon mal ein bisschen reinschauen. Das ist so ein bisschen unser Promotion-Video, das ihr auf YouTube und so findet, das auf unserer Website steht. Das habe ich einfach jetzt hergenommen, um euch ein bisschen einen Eindruck zu geben. Ja, Schildkröten waren auch mit. Ihr seht schon, da sind ein paar ältere Semester dabei, Kinder. Die Kinder haben in der Mitte immer einen Platz, was mit den Zinölen und so weiter spielen können, umrennen. Das waren so ein bisschen ältere schon, genau. Und da waren wir 100 Leute. Das war ein wunderbares Erlebnis. Ja? Für die Kleinen, für die ganz die Kleinen, bis zu den Großen auf. Ja? Und in der Mitte, da hat man kurz gesehen, in roten Shirt, den wird man dann nochmal sehen, der Georg. Das sind meine Eltern. Und es ist irgendwie ganz interessant, wenn man dann sieht, das waren meine Kinder, meine Frau, und wenn man dann sieht, es passiert ein Weg, wenn einer einen schweren Unfall hat, da wo was Gutes draus entstehen kann. So, und das Lied gefällt mir insofern gut, weil man sieht, wir haben gebetet, wir haben Lobpreis gemacht, aber wir haben auch immer wieder eine Gaude. Wir sind sehr gläubige Leute und uns sind die Sakramente und so weiter auch sehr wichtig, aber wir haben eine spezielle Sache in Medjugorje, nämlich, dass die Leute, die neu mit sind, getauft werden. Ja? Weil es ja dort meistens ziemlich heiß ist und dann sind sie auch alle Mitglied unserer Gruppe und die habe ich da zum Unterschreiben zusammengeholt und wir haben sie schön herzlich in unserer Gruppe gegrüßt. Die haben wir trotzdem frei tolle gehabt und nicht gerechnet und ja, nachdem sie jetzt gesehen haben, so da die Leute auch jetzt daheim, wird es wahrscheinlich von da oben nicht mehr gehen, müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Und dann natürlich muss man schauen, dass die Leute nicht überhitzen. Genau. Genau. Das ist eigentlich immer eine ganz schöne Sache und ihr seht, es ist Gemeinschaft. Ja, also von den Kindern eben bis zu den Älteren herauf. Genau, vielen Dank. Ja, super. Also ihr habt ein bisschen einen Eindruck jetzt schon bekommen und daraus hat sich ein Familiengebetskreis alle 2 Monate entwickelt, da sind wir so 70 Leute in etwa, wo man sie alle 2-3 Monate, öfter schaffen wir es leider nicht, zum Gebet, zum gemeinsamen Treffen.
Und die Kinder sind in der Mitte wie ein Mecho und wir machen das so weiter. Ich möchte jetzt ganz kurz, wenn man sieht, wie das Projekt oder das gewachsen ist von Anfang an, im Saustall mit 10 bis 15 Jugendlichen bis zu einer Mecho-Wallfahrt mit 100 Leuten, wo alle Generationen durch sind, möchte ich kurz erzählen, wie der Weg vom Georg war. Und ich möchte dich bitten, wenn wir so von Bild 1 oder so anfangen. Und dann kannst du so, Benni, bitte glaube ich, es weiter drucken. Ja? Wenn das geht. Genau. Also das haben wir schon gesehen. Geht schon. Okay. Ja, es ist eigentlich immer interessant gewesen. Egal wie schlimm es auch war. Der Georg hat immer Strahlen am Herzen, also im Gesicht gehabt, ein Lächeln. Durch das Strahlen hat er die Menschen immer wieder berührt. Und er hat gesagt, für mich ist es eine Freude, Jesus sein Kreuz tragen zu helfen. So ist er nach einem Jahr heimgekommen. Der Georg hat nach ungefähr einem Jahr die ersten Worte gesagt, zu sprechen begonnen. Und eines seiner ersten Worte war, bringt mich so oft es geht in die heilige Messe. Also das war ein Bub, der um die Häuser gezogen ist, ein Jahr zuvor, der Party gemacht hat und den der Glauben eigentlich ziemlich wurscht war. Und er hat danach dann gesagt, ich bin der Dreifaltigkeit begegnet. Und der liebe Gott hat zu mir gesagt, ich muss zurück. Ja, und er hat gesagt, ich will nicht. Und er hat gesagt, du gehst aber, ich habe nämlich noch einiges vor. Und dann hat er den Heiligen Geist gekriegt, hat den Heiligen Geist gesehen in Form einer Taube, der über ihn gekommen ist und er hat so zum Reißen angefangen. Und das waren die ersten Dinge, die er uns erzählt hat. Ein Bub mit 16 Jahren, nach einem Jahr wachgekommen. Natürlich das Ganze sehr verlangsamt, die Stimmbänder waren nicht recht geölt. Aber und leise, aber die Worte sind uns echt durch und durch gegangen. Dadurch ist die Familie immer mehr zusammengewachsen, durch die harte Zeit, durch das Kreuz, das wir einfach aufgelohnt gekriegt haben, und besonders der Georg. Ja, ich habe meinen Job gewechselt, bin von der Telekommunikation in den Therapiebereich gegangen und kümmere mich jetzt um kranke, schwerkranke Menschen im Wachkoma, Schlaganfall und akuten neurologischen Beschwerden. Ich mache das selbstständig jetzt auch schon seit 2005. Und hast du da mal das Video 1, dass wir da mal kurz reinschauen? Für den Georg war das ein irrsinnig mühsamer Weg. Aufbau, und wenn man manchmal eine schwere Sache hat, ist er richtig mühsam. Und wir können da jetzt kurz reinschauen, zuerst ins 1er bitte und dann ins 2er. Er war dann in der Slowakei draußen auf einer Teletherapie, da hat er so einen Raumfahranzug gekriegt und ihr seht, wie wir es schätzen können, wenn wir gehen können, an Fuß vor den anderen setzen. Das ist schon eine riesen Herausforderung. Laut Ärzte hätte der Georg dürfen nicht überleben, weil keine Gehirnströme da waren. Das schaut da schon mal ganz gut aus. Wenn es geht, dann bitte gleich noch das Video 3. Ganz kurz. Und das Video war dann schon im 2009er Jahr. Ich möchte euch mit den Wörtern nicht viel oder mit den Zahlen belasten. Aber ihr seht da, er ist mit zwei Stöcken schon unterwegs. Sein Onkel hat da trainiert bei uns in Hof. Und genau. Bis zum 2009er Jahr ist eigentlich relativ viel weitergegangen. Und dann ist es aber wieder ein bisschen schwieriger geworden. Wir haben dann die Hüfte operieren müssen und so weiter. Und jetzt ist es so, dass der Georg mit einem Stock geht. Nach 12 Jahren das Kreuz in Liebe annehmen, täglich annehmen. Interessant ist, konnte man noch kurz das Bild 12 sehen. Das Bild 12 ist insofern nämlich interessant, weil uns oft der Mut verlassen hat. Uns hat der Mut verlassen, weiterzugehen und daran zu glauben.
dass das mit Georg noch was wird. Ja, wir haben da nicht recht dran geglaubt. Und ihr kennt vielleicht die Stelle, das ist am Erscheinungsberg. Und diese Dame mit der weißen Bluse, mit den Sonnenbrillen, das war so ein Engel. Das war der einzige Engel, den ich fotografiert habe bisher. Jedes Jahr Metzger, wenn wir Georg mit haben, kommt irgendjemand aus irgendeinem Teil der Welt daher und sagt, nimmt Nummer, puzzelt nach und sagt, ich wollte eigentlich nur sagen, du wirst gesund. Und haut wieder an. Das war eine Italienerin, es war ein Amerikaner schon da. Und das ist komischerweise immer wieder neben zum Übersetzen. Vor 2 Jahren war eine Französin da und das ist der einzige Engel, den ich bis jetzt fotografiert habe. Der macht uns jedes Jahr, wenn wir wieder nach Metzger fahren, und das war jetzt schon das 12. Jahr, immer wieder Mut. Und es war dann so im 2012er Jahr, ich habe von der Unruhe gesprochen. Diese Unruhe, die ich im Herzen gehabt habe, ist immer mehr geworden. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, der Heilige Geist ist eingerauscht. Ja? Ich hab's. So, kennst du das wie der Wiki, wenn er sich so bei der Nase fährt und dann fliegen die Funken und so. Und dann hat er die Idee. Und da habe ich gesagt, ich hab's. Hab mir meine besten Freunde oder von unserer Gruppe zusammengefangen und habe gesagt, hey Leute, gehen wir mal Pizza essen auf Nacht nach der Messe. Pizza essen gegangen und dann habe ich gesagt, okay, die Freude, die wir haben und die wir immer in der Messe kriegen, die müssen wir auszutragen. Ja, das ist eh gut. Und dann habe ich gesagt, ja, das Hauptproblem haben wir mit Jugendlichen, also ich habe halt noch Jugendlich zu mir so gesagt, dass wir am Sonntag urschwer aufkommen. Was ist, wenn wir die Formtmesse ein bisschen pushen und haben das versucht cool zu nennen, Saturday Night, Samstagabend ist irgendwie ein Begriff, Saturday Night Fever und so weiter. Kennt man ein bisschen Saturday Night Spirit, habe ich es genannt. Ich habe gesagt, das wäre schön, wenn wir einfach die Messe im Fokus setzen und wenn wir hergehen und schauen, dass wir das Ganze ordentlich bewerben. Also mit Plakate und Transparente und Flyer und so. Und dann habe ich gesagt, ja, sicher. Und es war dann so, dass wir 2011 am 1. Oktober das erste Saturday Night Spirit dann gehabt haben. Wir haben Flyer gedruckt, die haben unsere Jungen zwischen 2 Bacardi Cola und der Bar ausgeteilt. Also wir versuchen die Flyer dort auszuteilen, wo wir die Jugendlichen antreffen, nämlich nicht in der Kirche, die wo sie immer gehen, sondern dort, wo die Jungen sind. Ja? Ich hänge zum Beispiel das Werbeplakat für Saturday Night Spirit eigentlich immer in der Bar auf. Ja? So zwischen Bacardi und Cola Rum und so hängt dann immer Saturday Night Spirit Plakat. Und genau, so hat das begonnen. Ich habe noch gesagt, es wäre noch wichtig, wenn man einen Priester hätte, der einfach und cool predigt, wo man was mitnehmen kann. Und uns ist die Anbetung auch sehr, sehr ans Herz gewachsen. Was ist, wenn man danach einen kurzen eucharistischen Segen noch macht? Und so hat das Saturday Night Spirit begonnen, hat sich entwickelt mittlerweile 12 Mal. Die Anbetung ist uns wichtig. Vorm Aufbauen versuchen wir schon immer, dass wir die Möglichkeit haben, das Allerheiligste auszusetzen und für den Event am Abend zu beten. Es ist uns auch wichtig, dass wir sagen, wir wollen Werbung für die Messe wieder machen. Die Messe ist so was Schönes, so das Herzstück unseres Glaubens, das schenkt uns so viel Freude. Für das wollen wir Werbung machen. Und damit geht es uns gar nicht darum, dass mit den Flyer, die wir auf ein Fest austeilen, alle Leute kommen, sondern dass die Leute wissen, es ist wieder wertvoll für eine Messe Werbung zu machen. Und unser Ziel ist, wir haben gesagt, es ist nicht wichtig, wie viel kommen, sondern wenn einer im Herzen berührt wird, dann hat es sich ausgezahlt. Hat sich der ganze Aufwand ausgezahlt. Die letzten paar Mal ist dann für Radio Maria schon übertragen worden. Es kommen hunderte Jugendliche mittlerweile zu unseren Jugendmessen und ist so ein bisschen das Herzstück für mich geworden. Wir sind immer in verschiedene Pfarren unterwegs und sind da bis Ende 2015 mittlerweile schon ausgebucht. Wir haben das 5-mal im Jahr und es gibt recht gutes Feedback. Wenn ihr wollt, schaut mal rein. Auf Facebook sind wir natürlich auch unter Saturday Night Spirit. Ja, und da war sie wieder. Da war sie wieder, die Stimme, die ich gehört habe
vom letzten Saturday Night Spirit in Tratenbach. Dann unser lieber Pater Andreas Schätzle hat die Messe dort gefeiert. Und ich habe die Stimme so gehört, nachher, wie ich von heimfahren im Auto gesessen bin, habe ich die Stimme gehört. Ich bin da. Ich bin bei dir. Ich bin bei dem Projekt. Ich bin bei deinem Leben. Und oft schaut es schwierig aus. Oft ist es richtig schwierig. Ich weiß nicht, ich bin überzeugt, dass jeder von euch hat so Situationen, wo er am liebsten alles hinschmeißt. Der eine mehr, der andere weniger. Das Kreuz, das man auf sich nimmt. Aber ich bin überzeugt, dass jeder hat so für euch dieses. Wenn ihr aber in Liebe das annehmt und versucht und sagt, Jesus, ich gebe dir meinen Weg, mein Leben jeden Tag neu, dann kann daraus viel Gutes entstehen. Und dann begegnet man Gott auf Ort und Weisen, wo man oft eigentlich gar nicht vermutet. Ich bin da zum Thema Aufbauen. Wenn man am Boden liegt und man geht zu Jesus, nachher baut einem Jesus auf. Nur dann muss man gehen und bekennen, dann kann Großes entstehen. Und ich möchte euch ganz kurz jetzt das Video 6 noch vorspielen, wo ihr einen kurzen Einblick kriegt, wie die Saturday Night ablaufen und wie das so ausschaut. Website saturdaynightspirit.com. Vielen Dank. Ja, wenn ihr mich jetzt so anschaut, zum Teil sehe ich nicht, aber ich habe euch in der Früh schon gesehen, wie es noch heller herinnen war. Und das Streuen in eure Augen sehe ich, wenn ihr einen guten Vortrag von Pater Lüg zum Beispiel hört. Wenn ich sehe, wie viele Leute vielleicht bei der Anbetung sind. Wenn ich sehe, was passiert, Christ König, Pfingsten, Saturday Night Spirit, Mecho-Jugend, Jugendtreffen in Mecho-Gore. Hey Leute, wenn euch die Medien und alle verzapfen wollen, dass wir in einer schlechten Zeit leben, nachher schaut euch die Sachen an, ruft euch die immer wieder in den Kopf. Ich bin so zuversichtlich, wenn ich euch da sehe, ja, hunderte Jugendliche, die da so ein cooles Fest gemeinsam machen, die durch einen Leuchten in die Augen hinausgehen, in Glauben bekennen. Und wenn sie ein bisschen so Unruhe in euch spürt, dann tut es einfach. Nachher baut es auf. Und ich bin überzeugt, wenn heute einer zu dir sagt, du, was kannst du schon? Was kannst du schon mit dem Glauben? Du kannst eh nichts verändern. Dann tu es. Und ich denke, wenn auch jeder ein bisschen so Unruhe spürt und beginnt aufzubauen, die euch Jugendliche, die jetzt da seid, alle, die zu Hause vielleicht jetzt zuhören an den Radiogeräten oder im Internet, wenn wir miteinander beginnen und sagen, jeder traut sich das zu, wir wollen was bewegen, wir wollen den Glauben neu aufbauen, dann denke ich und bin überzeugt, dass wir die Welt verändern können. Ich danke euch, es hat richtig coole Jugend, die unsere Zukunft aufbauen wird. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend.